Die Debatte um das Thema Rassismus ist so aktuell wie lange nicht und sie hat Auswirkungen. Die Kieler Mohrenapotheke wird ihren Namen nun ändern. Er allerdings findet das nicht gut, denn Andrew Onuebo ist stolz darauf, ein Mohr zu sein und hat auch sein Restaurant bewusst so genannt. Ich halte das nicht für schlau, wenn alle Logos, zum Beispiel Mohrenkopf oder Mohrenstraße in Berlin oder auch diese Begriffe Negerkuss, die schon eigentlich darf man nicht mehr sagen, oder auch andere Worte. Ich habe auch gehört, dass Zigeunersoße ist jetzt anders geworden. Und ich halte solche Vorgang für falsch, weil ich glaube, das sind reine deutsche Worte, die überhaupt keinen rassistischen Hintergrund haben. Und ich kann auch sagen, dass ein Berliner Gebäck sind auch kein Berliner drin. Auf seinen Restaurantnamen ist der Nigerianer, der eigentlich in den USA Jura studieren wollte, stolz und würde ihn um keinen Preis der Welt ändern wollen. Die Schwarzen gelten als hier als gute Küche und auch gute Mediziner. Und dass die viele Apotheken diese Mohren haben in ihr Namen, hängt davon ab, dass damals waren die Schwarzen vorgestrittener als die Weißen, was Medizin und Heilkunde betrifft. Und eigentlich sind diese beiden Namen, nicht eigentlich, sondern diese beiden Namen sind positiv besetzt. Seiner Meinung nach wird der Kampf gegen Rassismus am falschen Ende geführt. Ich glaube, vor 10 Jahren war nicht so. Und die Menschen hier begegnen schwarzen Menschen mit positiven Augen. Aber seit dieser Diskussion haben die Deutschen die Schwarzen mit anderen Augen begegnet. Und das ist für die Schwarzen nicht gut. Andrew Onuebo ist glücklich in Kiel. Mit Rassismus ist er erst einmal in Kontakt gekommen. Eine Mitarbeiterin, das war Azubin das Mal, Laura, ist in die Küche gekommen und hat Chef, sie haben Besuch. So bin ich hier gekommen, ich stand hier. Das war ein Pärchen, der schwarze Mann und seine deutsche Frau. Und ich habe beide freundlich gegrüßt. Und mein Gruß wurde überhaupt nicht erwidert. Und sofort sagt der schwarze Mann, Bruder, warum arbeitest du bei einer Nazi? Gäste haben umgedreht und geguckt. Und ich hab gesagt, wie bitte? Und er hat sich wiederholt. Ich habe gefragt, warum arbeitest du bei Nazi? Und ich war noch ein bisschen perplex. Und seine Frau sagt zu mir sofort, wir wollen mit dir gar nicht reden. Holen Sie sofort deinen Chef. Ich habe gesagt, ich bin der Chef. Beide haben gesagt, der schwarze Mann sagt zu mir, nein, du sollst gefährlich in deine Küche, in deine Spülecke verschwinden und hol sofort deinen Nazi-Chef. Ich habe gesagt, das ist Rassismus, was ihr beide gerade gemacht. Ich habe 2-3 Mal gesagt, dass ich bin der Inhaber und ihr habt mir nicht geglaubt und hat trotzdem weiter einen weißen Mann gefragt. Für ihn ist der Name ein Teil seiner Herkunft und Geschichte, auf die er stolz ist. Er wünscht sich in Deutschland einen unverkrampfteren Umgang mit dem Thema Rassismus. Das hängt davon ab, wie man sich stellt und gegen andere Menschen über oder gegen die Bewohner über. Und ich bin auch der Meinung, wenn man in ein fremdes Land kommt, A und O ist erstmal die Sprache zu beherrschen. Und dadurch kann man sich besser kommunizieren und dadurch kann man auch schnell integrieren. Das habe ich von vornherein versucht und das hat mich bis heute nicht geschadet.